Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von R-Racing auf der PlayStation 2. Wir machen gleich weiter mit der Rennkarriere. Ich mag hier nicht viel drum herum reden. Also fangen wir gleich an. Aber wir brauchen wirklich keine Söldner. Unser Team ist auf dieses Rennen gut vorbereitet. Gut, aber ihr seid selbst schuld, wenn nur Schrott dabei rauskommt. Hi, Gina. Ich bin also nur eine Söldnerin, hm? Ich glaube es nicht. Du bist nicht bereit, ein Standardauto zu fahren. Dieser verfluchte Haufen reicher Jungs hat dich verdorben. Du glaubst also, ich wäre keine echte Rennfahrerin. Nur eine Schachfigur von GVI. Na gut, Rainer. Lass uns doch einfach sehen, ob du mit einem echten Auto klarkommst. Okay, internationale GT-Meisterschaft, Yokohama Straßenkurs, 5 Runden. Gina scheint heute nervös zu sein. Das könnte dein Vorteil sein. Wenn du sie hier besiegst, hast du eine Chance auf die Meisterschaft. Internationale GT-Meisterschaft, Hier ist der Calzonic Skyline. Sich hier jedes Mal alles einstellen muss. Das verstehe ich nicht so ganz. Beschleunigung mal ein bisschen höher stellen. So. Denke, das sollte reichen. Auf zum Rennen. Natürlich könnte ich noch versuchen, mein Auto besser einzustellen, aber ich habe im Moment nicht wirklich Bock drauf. Ich hätte auch das ABS ausschalten können. Ist ja auch egal. Ich hätte auch das ABS eine Stufe einschalten können. Ist jetzt auch egal. So, wieder die Kamera ändern. Das ist ein internationaler Wettbewerb, also blamier dich nicht vor den Augen der Welt. Zeit, die Nervenschläge abzulegen. Und ich rutsche herum. Und tschüss. Schlechter Start, wie immer in Yokohama. Ich weiß, ob ich schon drunter Zeit. Roger, ich versuch sie abzuschütteln. Zeig ihr, was du kannst. Die 76 hat mich geschlagen. Oh, eine weitere, hab ich jetzt nicht gesehen. Genug gespielt. Lass ihn stehen. Cannavaro. Ich darf jetzt nicht langsamer werden. Okay, jetzt durch die Kurve. Weißt du, ein ehemaliger Fußballer. Lass den Platz, nicht nachlassen. Und ich schau kein Fußball eigentlich. Das frag ich ja auch. Alles erstklassig. Fast. Gut rausgekommen. Genau auf den Ideallinien.
Ups. Sorry. Habe ich ein bisschen mehr Zeit, dank 5 Minuten. Weiter so, dann packst du ihn. Jetzt fängt das Rennen wirklich an. Wie bitte, sie fährt ein TVR-Kerber an. Das Rennen hat so um die 800 PS, wie soll ich da gegen ankommen. Es reicht, wenn du kurz vor der Kurve bremst. Okay, jetzt durch die Kurve. Wieder ein Drift. Was so ein bisschen Druck ausmacht. Nein, das glaube ich nicht, das wäre ja auch nicht schön. Man hat leider sehr viel Zeit verloren in dieser Kurve. Da auch wieder. Gut gebremst, aber jetzt wird's schwierig. Jetzt nach dem Rennen einen Unfall bauen. Cool. Kann man mit leben. Das ist wohl das erste Mal, dass ich das erste Rennen gleich geschafft habe. Beim ersten Versuch. Aber das ist gut so. So, hier kommen die Resultaten des ersten Laufs. Die Meisterschaft wird durch den Gesamtpunktstand nach 4 Läufen. Ach, noch 3 weitere. Toll. Okay, unser Ziel ist die Meisterschaft. Du musst absolut jedes Rennen gewinnen, um das Finale in Monaco zu erreichen. Ja, aber wir gehen jetzt zurück ins Hauptmenü und speichern. Ich möchte hier nicht den ganzen Spielstand nochmal neu laden.
Das ist eigentlich der einzige Grund, warum ich das mache. Weil es mir inzwischen zweimal passiert. Und zweimal ist wirklich einmal zu viel. So, okay, weiter geht's. Der nächste Lauf ist Phillip Island. Wieder. Zeig auf dieser Highspeed-Strecke, was du drauf hast. Okay, und diesmal gehe ich kein Risiko ein und setze das ABS auf 1. Man merkt davon nicht sehr viel, aber doch genug, um zu sagen, dass es einen Unterschied ausmacht. Das Auto ist so ein bisschen sicherer. So, jetzt sind wir wieder in Australien. Los geht's! Das ist deine zweite Chance. Du musst unter die ersten drei kommen. Lass sie nicht vorbei. Jetzt häng ihn endgültig ab. Gerade noch so. Schere aus und gib Gas. Gut, jetzt noch ein bisschen Gas geben. Gut gebremst, aber jetzt wird's schwierig. Ich werde jetzt wieder daran gewöhnen, an diese Strecke. Das wird eine spitze Runde. Von wegen. Die 76 darf nicht das Tempo machen. Die Runde zieht davon, ohne wir. Okay, jetzt durch die Kurve. Ich darf jetzt nicht langsamer werden. Das ganze Feld liegt nahe beisammen. So auf der Strecke gehalten. So komme ich nicht näher.